Ja Leute, heute wechseln wir ein Bauteil, welches uns als defekt vor allem in der kalten Jahreszeit auffällt, und zwar unser Thermostat. Wenn dieses defekt ist, hat es oft zur Folge, oder daran erkennen wir es meistens, dass unsere Motortemperatur nicht komplett auf Maximum geht oder eben halt nur ganz, ganz langsam nach mehreren 10 Kilometern Fahren überhaupt mal anfängt warm zu werden. Um das jetzt hier bei unserem Beispielfahrzeug BMW E46 330D wechseln zu können, müssen wir einiges wegbauen. Im Übrigen, ihr könnt dieses Video auch auf alle 3 Liter und 2,5 Liter Dieselmodelle der Baureihen E46, E39, X5, X3 anwenden. Ja, wir beginnen jetzt damit, hier den Lufteinlass wegzubauen. Anschließend müssen wir dann hier unseren Viskolüfter ausbauen, um dann hier die Kühlerzarge oder dieses Luftleitblech wegnehmen zu können. Denn ungefähr hier hinter unserem Viskolüfter sitzt jetzt unser Thermostat. Und um jetzt den Lufteinlass wegzubauen, lösen wir hier einmal die Achterschraube. Und anschließend lösen wir hier noch rechts und links die Clips, wenn sie noch vorhanden sind und das Ganze eingeklippt ist, am besten mit dem Clipheber. Wie gesagt, nicht wundern, hier ist das Ganze schon ausgeklippt und nicht mehr so ganz passend. Anschließend können wir jetzt unser Lufteinlasskonstrukt entnehmen. Als nächstes nehmt ihr euch jetzt einen 32er Schlüssel und dann gehen wir am Viskolüfter runter auf unsere rostige Mutter oder Schraube, die ihr da unten seht. Die sieht eigentlich immer so aus. Und das ist die Hauptschraube von unserem Viskolüfter und diese öffnen wir jetzt. Wichtig, diese müsst ihr öffnen und zwar entgegengesetzt der Schraubrichtung. Es handelt sich hier um ein Linksgewinde, das heißt, ihr schraubt sie auf, so wie ihr eine normale Schraube zuschrauben würdet. So, wir gehen jetzt mit dem Schraubenschlüssel drauf und mit einem leichten Ruck lösen wir jetzt unseren Viskolüfter. Anschließend dreht ihr jetzt diesen von der Welle. Bitte passt nur auf, dass, wenn ihr kurz vorm Ende des Gewindes seid, den Lüfter festhaltet, dass dieser euch nicht abstürzt und ihr den sanft runterbringen könnt. So, jetzt ist der Lüfter lose. Jetzt legt ihr diesen hier einfach erstmal auf das Luftleitblech ab, denn dieses müssen wir jetzt auch noch kurz ausbauen, damit wir hier einfach mehr Platz haben. Dafür lösen wir an der Seite hier den Clip direkt neben unserem Ausgleichsbehälter. Und nun lösen wir auf der anderen Seite beim Klimaleitungsanschluss die 25er Torx-Schraube noch. Anschließend ziehen wir jetzt hier noch aus der Halterung den Anschluss für unseren E-Lüfter. Und nun können wir den Viskolüfter als auch die Luftleitblech oder die Zarge ausbauen. Dafür nehmt ihr jetzt mit einer Hand am besten den Viskolüfter, haltet den fest und könnt jetzt das Luftleitblech einfach vorsichtig gerade nach oben rausziehen. Und wenn ihr das jetzt soweit hochgezogen habt, kommt hier unten nochmal ein Stecker zum Vorschein. Auch diesen müsst ihr jetzt noch lösen. Wenn ihr den Viskolüfter jetzt abstellt, bitte legt ihn nicht quer hin, denn hier drin ist eine Flüssigkeit, die sollte, wie gesagt, in der waagerechten immer drinnen bleiben. Also stellt ihn einfach hin und somit seid ihr auf der sicheren Seite. So, soweit haben wir uns jetzt schon mal Platz verschafft. Wir müssen allerdings auch noch die obere Abdeckung wegbauen, denn wir müssen jetzt, um an unser Thermostat zu kommen, hier unseren AGR-Kühler ausbauen, denn hier hinter sitzt das Thermostat. Dafür, wie gesagt, erst die Abdeckung weg, danach lösen wir das AGR-Thermostat, welches ihr im Übrigen auch mitwechseln könnt, wenn es bei euch kaputt ist. Und anschließend lösen wir die beiden Schellen des AGR-Kühlers sowie dieses Leitungsrohr noch und dann können wir den ganzen entnehmen. Als nächstes würde ich jetzt vorschlagen, dass wir mal das Kühlwasser ablassen. Dafür nehmen wir unser Fahrzeug auf und dann geht es weiter mit dem Wegbauen. Ja, unterm Fahrzeug angekommen, entfernen wir jetzt unsere Motorabdeckung. Dafür lösen wir hier vorne die beiden Plastikclips wieder mit dem Clipheber. Und
Und anschließend lösen wir rundherum unsere Bajonettschrauben mit einem Kreuzschlitz. Anschließend nehmt ihr euch einen sauberen Behälter, um euer Kühlwasser aufzufangen. Und wir gehen jetzt hier unten an unsere blaue Schraube und schrauben diese so weit auf, bis unser Kühlwasser rausläuft. Ja, unser Auffangbehälter steht jetzt unterm Fahrzeug und jetzt öffnen wir noch den Deckel, damit der Unterdruck weggeht. Und jetzt hört es auch schön, jetzt läuft die ganze Plörre gemütlich raus. Als nächstes bauen wir jetzt den Druckschlauch des Turboladers zum AGR kurz ab. Dafür lösen wir hier die Schelle und ziehen diesen jetzt runter. Und darunter kommt jetzt zum Vorschein eine Schraube, und zwar diese müssen wir auch lösen. Die hält hier unser Plastikrohr, welches dann hier unterm AGR-Kühler direkt auf unser Thermostat geht. Und damit wir das besser ausbauen können und es sich nicht verkantet, wie gesagt, hier die Schraube lösen. Als nächstes müssen wir jetzt noch die Leitung lösen. Hat den Grund, dass wir hier drunter an die hintere Schraube des kleinen Thermostats des AGR-Kühlers kommen. Anschließend könnt ihr jetzt das kleine Thermostat losschrauben. Anschließend lösen wir jetzt die beiden Flansche der AGR-Leitung, welche zum Abgasrückführventil kommt. Diese Schellen müsst ihr so weit aufschrauben, bis man sie komplett von der Leitung und deren Flansch entnehmen kann. Anschließend ist unsere Leitung lose und kann jetzt vorsichtig komplett entnommen werden. Anschließend löst ihr jetzt die kleine Kühlwasserleitung hier unten am AGR-Kühler und zieht diese auch dann komplett von ihm runter. Nun löst ihr jetzt noch die untere Schelle bei der Abgasrückführungszufuhrleitung hier am AGR-Kühler. Somit flanschen wir das Ganze ab und dann können wir den AGR-Kühler gleich lösen und komplett ausbauen. Als nächstes löst ihr jetzt die beiden Schrauben des AGR-Kühlers. Hier handelt es sich um einen 6er Imbus. Und anschließend kommt auch noch die untere Schraube raus. Also hier nochmal kurz zur Erklärung, der AGR-Kühler ist mit drei Schrauben gesichert. Eine zur fahrzeugrechten Seite und zwei zur Fahrzeugfahrerseite. So, als nächstes lösen wir jetzt unsere Schelle hier an der Plastikleitung zum Thermostat, welches jetzt hier endlich freigelegt ist, und können das Ganze schon mal runterziehen. Anschließend machen wir das Gleiche mit der größeren Leitung Richtung Kühler vom Thermostat und nackeln das Ganze schon mal runter. Jetzt ist er auch runter.
Ja, um das Thermostat jetzt endgültig ausbauen zu können, müssen wir die insgesamt 4 Schrauben lösen. Das sitzt ungefähr so drinnen. Und die oberste Schraube, da kommen wir nicht mit einer Nuss drauf, sondern da gehen wir jetzt so praktisch mit unserem Schraubenschlüssel rein und können sie dann lösen. Sieht dann in real so aus. Und dann bin ich drauf. Und dann, wenn wir die gelöst haben, die sollten wir als erstes machen, schrauben wir die so weit wie möglich mit der Hand raus und lösen dann die restlichen 4 noch. 3. Ja, wie ihr jetzt schön hören könnt, wenn ihr das Thermostat anlöst, kommt jetzt noch mal ein bisschen Kühlflüssigkeit. Stellt euch also jetzt unter das Fahrzeug wieder einen Auffangbehälter. Und jetzt können wir unser Thermostat einfach rausziehen und somit ausbauen. Nächster Schritt, ganz wichtig, bevor das neue Thermostat reinkommt, reinigt ihr jetzt hier die Dichtfläche von den alten Dichtungsrückständen. Tut ihr das nicht, lauft ihr Gefahr oder relativ wahrscheinlich wird es dann so sein, dass das Ganze undicht ist und ihr hier einen Kühlwasserverlust dann habt. Dafür nehmt ihr euch am besten einen Dichtungsentferner und sprüht das Ganze ein. Solche ganzen Sprays und Hilfsmittel verlinken wir euch wie immer bei uns auch immer in der Videobeschreibung. Ja, nachdem ihr das Ganze jetzt richtig schön sauber gemacht habt, baut ihr das Thermostat in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen und danach hat sich das Thema eigentlich schon erledigt, beziehungsweise es erledigt sich dann mit dem Entlüften später des Kühlsystems. Ja, beim Festziehen der Schrauben des Thermostates solltet ihr bitte nur darauf achten, diese nicht zu fest anzuziehen und schön über Kreuz anzuziehen, damit sich das Thermostat schön auf dem Flansch setzt und somit nicht die Dichtung beschädigt wird. Ja, nachdem ihr das Thermostat wieder festgeschraubt habt, nehmt ihr jetzt die obere, vorher schon eingefädelte Leitung und schiebt sie auch wieder bis zum Anschlag zurück in das Thermostat. Den unteren großen Kühlerschlauch jetzt an unser Thermostat wieder anflanschen zu können, empfehle ich euch mit WD-40 mal hier auf die Dichtung zu sprühen. So durchtut ihr euch leichter, denn das Ganze ist doch eine ganze Angelegenheit, das wieder drauf zu schieben. So, wenn der Schlauch wieder ganz oben angekommen ist, kommt die Klammer noch rein. Überprüft bitte, ob das Ganze jetzt auch fest ist. Und anschließend kommt unser AGR-Kühler wieder zurück. Zum Rückbau des AGR-Kühlers gebt ihr zuerst die untere Schelle drauf und flanscht diesen dann wieder an das Rohr ran. Sprich, ihr müsst jetzt achten, dass die Muffe der Schelle über beide Flansche drüber fliegt und somit danach festgezogen werden kann. So, nachdem ihr die Schelle soweit schon wieder draufgebracht habt, dass beide Rohre miteinander verbunden sind, justiert ihr jetzt euren Abgaskühler wieder ein. Sprich, wir schrauben alle Schrauben mit der Hand rein und ziehen die dann auch schon wieder fest. Ja, nachdem der Kühler jetzt wieder festgeschraubt ist, die Schelle lassen wir jetzt immer noch lose, falls wir dann doch noch mal ein bisschen justieren müssen, geben wir jetzt unser Rohr zum AGR wieder drauf. Gleiches Spiel wie hier unten und anschließend, wenn das Ganze passt und ausgerichtet ist, die Schellen richtig festziehen. Beim Zuschrauben der Schellen achtet bitte darauf, wie gesagt, dass sie schön sitzen und bitte achtet auch beim Festziehen darauf, dass ihr sie auf gar keinen Fall überdreht. Nach gut handfest passt das Ganze. Zur Not kann man immer noch mal ein Stückchen nachziehen, wenn man den Motor später laufen lässt und man merkt, dass es undicht sein sollte. Aber wie gesagt, hier diese Schraubschellen sind ganz schnell überdreht. So, nachdem das ganze Konstrukt wieder an seinem Platz ist und zurückgebaut wurde, nehmen wir uns jetzt hier das Thermostat des AGR-Kühlers, nehmen hier unsere Dichtung raus und stecken diese wieder auf das Thermostat drauf. Somit verhindern wir, dass, wenn wir es jetzt gleich draufstecken würden, möglicherweise ganz in den Kühler reinschieben und somit es eine Undichtigkeit die Folge hat. So, dann einfach wieder reinstecken, die beiden Schrauben draufgeben und festziehen. Bitte vergesst auch nicht, den Kühlwasserschlauch des AGR-Kühlers wieder
mit drauf zu geben. Und auch die Leitung kommt wieder zurück auf unsere Pumpe. Nun schraubt ihr das Rohr auch wieder fest und unsere Druckleitung kommt wieder auf unser AGR zurück. Ja, hier oben im Motorraum sind wir jetzt soweit fertig. Wir lassen das Fahrzeug jetzt nochmal auf, um unten den Stopfen reinzustecken und dann das Kühlmittel einzufüllen. Bitte zieht den Stopfen ganz sachte an, denn dieser ist aus Plastik, der reißt euch ganz schnell ab und der bekommt nur um die 2 Newtonmeter und das ist ein bisschen mehr wie nichts. Ja, im Anschluss muss natürlich alles Kühlmittel, was bei uns jetzt rausgelaufen ist, wieder zurück ins Fahrzeug. In dem Zuge könntet ihr zum Beispiel auch noch drüber nachdenken, gleich einen Wechsel eurer Kühlflüssigkeit zu vollziehen. Wird von BMW im Übrigen auch in gewissen Intervallen vorgeschrieben. Frisches Kühlmittel, wie immer bei uns in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt schütten wir das Zeug wieder rein. Um jetzt das Einfüllen des Kühlmittels zu erleichtern, öffnen wir unsere insgesamt 3 Entlüftungsschrauben. Diese schrauben wir fast komplett raus, so dass sie ein, zwei Umdrehungen nur noch drauf liegen. Im Übrigen auch diese gehen mit der Zeit kaputt, da diese aus Plastik sind. Und ihr könntet euch bei der Arbeit auch Gedanken drüber machen, gleich neue zu verwenden. Wir hören jetzt schön, wie über unsere Entlüftungsventile oder Schrauben die Luft schön entweicht. Somit entsteht kein Überdruck beim Befüllen und wir müssten eigentlich fast alles Kühlmittel, was rausgelaufen ist, auch wieder reinbringen. So, jetzt sehen wir hier hinten, dass das Ganze schon voll ist, obwohl oder rausläuft, obwohl noch nicht alle Kühlflüssigkeit wieder drinnen ist. Das heißt, wir schrauben den jetzt schon wieder zu und schütten dann weiter. Auch diese Schrauben bekommen maximal 2 Newtonmeter und wie auch hier, das ist ein bisschen mehr wie nix. So, wenn wir jetzt in unseren Ausgleichsbehälter reinschauen, ist dieser natürlich viel zu voll. Das heißt, wir kriegen nicht die komplette Luft nur mit dem Reinschütten raus. Jetzt heißt es, den Motor anwerfen, die Heizung auf höchste Temperatur und niedrigste Gebläsestufe und dann schauen wir uns beim Entlüften noch den Rest an. Vor dem Motorstart schraubt ihr jetzt die Entlüftungsschrauben wieder zu. Den Deckel jedoch könnt ihr offen lassen. Schrauben wir jetzt unsere Entlüftungsventile erneut nochmal auf und lassen diese so lange offen, bis ein bisschen Kühlflüssigkeit wieder rauskommt. Dann schrauben wir sie zu und somit haben wir das System komplett eigentlich entlüftet. Das ist eine Leitung, welche zuerst angesteuert wird, wenn unser Thermostat geöffnet ist. Von daher können wir diese komplett entlüften, erst wenn jetzt der Motor komplett betriebswarm ist und somit das Thermostat offen ist. Also der Motor ist jetzt betriebswarm und auch jetzt können wir nochmal zur Sicherheit hier unsere Entlüftungsschraube aufdrehen. Sehen, es kommt sofort Kühlmittel. Erstens können wir hiermit feststellen, dass das Thermostat auch wirklich funktioniert. Und zweitens können wir sicher gehen, dass die Luft komplett raus ist. So, anschließend
ergänzt ihr noch mögliche Verluste des Kühlmittels. Bei uns schaut es gut aus. Und dann können wir das Ganze weiter in umgekehrter Reihenfolge zurückbauen. Ja, ein defektes Thermostat hat natürlich Auswirkungen auf unseren Motor, auf unseren Kraftstoffverbrauch. Wenn der Motor im Winter nicht mehr richtig warm ist, so läuft er nie auf perfekter Betriebstemperatur und die Einspritzmenge wird dementsprechend auch immer ein bisschen höher sein. Von daher, ihr solltet dieses Teil, wenn ihr merkt, dass es kaputt ist, auch zügig oder zeitnah austauschen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Wer uns jetzt noch nicht kennt, drückt sofort hier jetzt, ich weiß nicht, wo es ist, hier glaube ich, auf unser Logo. Somit verpasst ihr kein Video mehr. Bleibt immer auf dem Laufenden und natürlich kostenlos. Was uns auch sehr freuen würde, ist, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Zu weiteren Videos kommt ihr auf dieser Seite, wenn ihr zum Beispiel sehen wollt, wie man das AGR-Ventil reinigt oder darunter, wie man einen Ölwechsel auch beim 330er Diesel selber macht. Mir bleibt nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Servus und ciao.